Hi Leute, willkommen beim Phantasos Studio und willkommen zu einem kleinen kurzen Studio-Update. Ich möchte euch kurz einen Spieltisch zeigen, beziehungsweise eine Platte, die wir für einen Kunden gemacht haben. Dazu drehe ich die Kamera gerade mal kurz. Und zwar dieser Spieltisch. Ich hoffe, die Kamera fängt die Farbe jetzt einigermaßen gut ein. Es handelt sich hierbei um einen Games Workshop bzw. eher Forge World Spieltisch. Das heißt, es handelt sich um Platten von dem sogenannten Citadel Spielfeld und um Platten von Forge World, die ja so ziemlich passgenau zu diesem Citadel Spielfeld sind. Dass der Bereich hier noch so frei ist, da dürft ihr euch nicht wundern, sieht ein bisschen komisch aus, aber da kommen dann nochmal ein paar gesonderte Geländeteile, wohl in einem gesonderten Auftrag. Jetzt ging es erstmal darum, quasi das Grundgerüst zu machen. Was haben wir hier? Ja, wir haben einmal hier diesen Necron-Tempel. Wir haben dieses krasse abgestürzte Thunderhawk. Wir haben hier diese, was ist es? Mechanicus-Anlage, imperiale Anlage. Und wir haben hier diesen Bunkerzugang. Das sind alles sehr, sehr coole Sachen, sehr coole Details. Bemalt das Ganze auf Level 4 Skirmish-Qualität. Und ich zoome mit der Kamera einfach mal ein bisschen näher ran, dass ihr sehen könnt. Hier gibt es unglaublich viel zu entdecken, wenn man sich das genau ansieht. Eine Sache, die ein bisschen gefährlich ist bei den Forge-World-Sachen, das Material ist sehr gefährdet, was Abplatzer angeht. Die muss man wirklich sehr gut reinigen und waschen vorher und gescheit grundieren und dafür sorgen, dass dann versiegeln, dass da auch bloß nichts im Spielgebrauch abplatzt. Sehr cool hier dieses Portal, das so glüht und gerade aktiv wurde. Es mag vielleicht ein bisschen seltsam aussehen, so insgesamt von der Platte her. Wir haben da so diese Bunkeranlage. Ach ja, da ist mal ein Thunderhawk abgestürzt und hier hat sich wahrscheinlich aus dem Erdboden ein alter Necron-Tempel, eine Pyramide wieder erhoben, steht jetzt seit ganz Neuestem da. Vielleicht ist sie entstanden, ist sie aufgetaucht durch den Thunderhawk, der hier abgestürzt ist durch die Erschütterung. Wir wissen es nicht. Und wer weiß, vielleicht geht die Platte ja noch dahinter quasi weiter und da ist dann eine riesengroße imperiale Anlage. Der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Sehr cool, einfach hier die ganzen Staubeffekte, die sich hier so überall an der Platte befinden. In den ganzen Vertiefungen, in den Ritzen, an den Rändern. Ist auch sehr, sehr cool. Wie gesagt, es fehlen hier noch so ein paar Aufbauten. Gerade hier oben passt, glaube ich, ganz gut noch was hin. Hier ist noch so eine Art Energiekern, der gerade aktiviert wurde und jetzt so langsam glüht und leuchtet. Sehr cool auch hier bei den beiden klassischen Platten von Games Workshop, diese flachen. Da sind ja immer hier diese Schädel drin. Da hat der Künstler jetzt mal zur Abwechslung das Ganze mit so einem, ja, mit so einer schwarzen glänzenden Tusche gemacht. Einfach mal, dass es eher so ein bisschen ölig aussieht und einfach mal eine Abwechslung ist gegenüber ja, den sonstigen gebürsteten Schädeln, die man da so hat. Ja, dann das The Thunderhawk. Das abgestürzte Thunderhawk-Ding hier, total cool, wenn man sich das mal anguckt mit den Details her. Hier hinten so komplett verbrannt, schwarz, auch dann von den Effekten her so in die Erde reingehend, verbrannte Erde drumherum, die ganzen Einzelteile. Super, super cool sieht es aus. Also das ist eigentlich schon eher Level 5, würde ich fast sagen. Auch mit den ganzen Metallabplatzern hier und den ganzen Schrammen hier. Das ist alles schön geschichtet und getupft worden. Das ist wirklich der Oberhammer. Ich drehe mal kurz. Zeige euch mal das ganze Ding hier so von vorne, auch nochmal von der Seite, dass ihr euch die Details angucken könnt. Das ist richtig cool. Da hat man echt Bock drauf zu spielen. Am liebsten würde ich gerade selbst kurz meine Figuren auspacken und mir einen Gegner suchen. Hier vorne noch die Glasfront, beziehungsweise hier eben das Cockpit. Auch sehr cool. Und hier oben, die Platte an sich ist auch genial gemacht mit all den Details, die man sich hier oben so angucken kann. Ja, dann dieses Segment auch wieder sehr schön mit den Staubeffekten hier an den ganzen Kanten. Auch hier kommen eigentlich meines Wissens noch so verschiedene Geschütze an die einzelnen Stellen drauf. Vor allem hier oben. Das, wie gesagt, kommt alles noch. Ja, ansonsten, man entdeckt bei diesen Platten, wie gesagt, immer wieder so ein paar kleine Details, wie zum Beispiel auch hier diesen Kabelstrang und diese Konsole. Und ja, da drüben dann so ein bisschen eine Sandsackstellung mit so ein paar einzelnen Fässern. So eine Art Energiegenerator, ein bisschen rötliche Farbe, Adeptus Mechanicus. Hier diese Fässer, die schon komplett im Sand verstaubt sind.
Und da hinten der Zugang zu dem Bunker. Sehr, sehr geiles Projekt. Hat jede Menge Spaß gemacht. Viele, viele schöne kleine Details. Die Forgeworld-Platten sind einfach genial. Sind natürlich ein bisschen teurer. Aber sie haben einfach echt schöne, viele Details. Bringen ein ganz tolles Flair rüber. So typisch 40K-mäßig, wie man sich das vorstellt. Und ja, ich freue mich darauf, dann noch später mal die Geländeteile, die auf die hinteren Plattensegmente kommen, dafür noch anbieten zu können. Ja, das ist das, was ich euch heute zeigen wollte. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!